Und damit herzlich willkommen zur fünften Mission der GDI-Kampagne von Command & Conquer Tiberian Sun Feuersturm. Mission 4 ist soweit fertig. Wir haben den Kern von Kabal jetzt geborgen bzw. an uns gebracht. Und jetzt wird Kabal uns hoffentlich helfen, den ganzen schönen Tacitus da zu entschlüsseln. Dr. Boudreau auf Sicherheitskanal 4. Die NotKI ist jetzt online. Gute Arbeit. Kabal, kannst du den Tacitus entschlüsseln? Positiv. Sehr gut. Kabal, beginne Entschlüsselung. Kann Befehl nicht ausführen. Erkläre den Grund. Es existiert ein zweites Segment des Tacitus. Es ist für die Datenwiederherstellung erforderlich. Ich habe die aktuelle Position gespeichert. Kabal, Selbsttest durchführen. Bestätigt. Ausgeführt. Alle Systeme sind optimal konfiguriert. Was ist? Ich kenne dieses Lächeln, Dr. Boudreau. Ach, nichts. Ich habe nur nachgedacht. Das erklärt unsere Probleme bei der Entschlüsselung des Tacitus. Boudreaus Ansatz ist korrekt. Ich empfehle die sofortige Bergung des zweiten Segments und die Fortsetzung der Entschlüsselungssequenz. Commander, diese Operation ist von höchster Wichtigkeit. Bergen Sie das zweite Segment so schnell wie möglich. Setzen Sie ein, was immer Sie für nötig halten. Wie deprimiert und traurig sich Kabal anhört, ne? Ja, ich beginne mit dem Tacitus. Ja, ich kann nicht. Fehlt noch ein Teil und so. Alles uncool. Sie haben unsere neueste Waffentechnologie, den Moloch. Er sollte Ihnen weiterhelfen. Moloch? Die haben echt... Ich weiß mittlerweile, dass es die Juggernauts sind. Auch die Juggernauts, die es dann in Command & Conquer 3 gibt. Und ich weiß auch, dass sie in der englischen Mission Juggernauts heißen. Die haben die echt in Moloch umbenannt? Aber ja, jetzt hat GDI auch endlich seine eigene Artillerie. Wir haben einen Archäologen, einen Sanitäter und einen Ghoststalker. Okay. Sunny und Ghoststalker sollen auf jeden Fall zusammenlaufen. Da haben wir die Artillerie. Den Moloch. Ja, ich sag einfach Juggernaut. Und das Ding funktioniert genauso wie die Artillerie von Nord. Man kann sie hier reinstellen und kann sie Sachen machen. Ach, da sind ein paar Tiberium-Gedönskirchens da. Hör mal auf, drauf zu schießen. Ich habe doch einen Ghoststalker hier. Vielleicht sind die uns doch sogar freundlich gesehen. Alter, erstmal alles explodieren lassen. Ich starte das mal eben neu. Nur für den Fall. Es kann sein, dass sich das vielleicht als Nachteil herausstellt. Die Hunde über den Jordan zu schießen. Hier, das sind doch die. Und mit denen sollten wir doch halbwegs cool sein, oder? Nee? Okay. Sie erhalten unsere neueste Waffentechnologie, den Moloch. Erledigt. Er sollte Ihnen weiterhelfen. Erledigt. Erledigt. Sollte er das, ja? Dann schauen wir doch mal. Jawohl, sind unterwegs. Hauptsache, wir bringen Evil. Wir sollen jetzt das Ding bergen, ja? Kundschaften dieses Gebiet aus und finden Sie den Tempel, in dem sich der Tacitus befindet. Bergen Sie den Tacitus und begeben Sie sich zur vorgegebenen Landezone. Jederzeit. Ja, schön. Oh, ich höre dieses von den Tiberium-Lebewesen die ganze Zeit. Das macht mich fertig. Schon verstanden. Okay, also, wir haben den Ghoststalker, der sich ja im Tiberium heilen kann. Der Sunny kann es nicht, der Juggernaut ist egal, weil er ein Fahrzeug Jederzeit. Ist. Der Archäolog ist, denke ich mal, nur ein Mensch, ne? Und ich sehe gerade die Tiberium-Adern, da wird mein Juggernaut wahrscheinlich nicht drüber können. Also müssen wir da mal ein bisschen vorsichtig zerstören. Was steht denn hier in dem Opferkreis auch um die Dinger rum? Priester. Gläubige. Okay, das ist tatsächlich ein Opferkreis. Ach du Hai, okay. Das ist oder beten die Dinger an? Was ist euer Problem? Okay, aua, hör auf mich anzugrunzen. Okay. Ich habe gelernt. Viecher böse. Einheit bereit hier drüben. Schon verstanden. Darf ich dich abschießen, bitte? Ja, One-Shot, geil. Schon verstanden. Wie weit kann ich schießen? Oder.
Ja gut, jetzt weiß ich ja, dass die Viecher mich angreifen, von daher tu, was du nicht lassen kannst. Also das ist, Ding hat eine geringere Feuerrate als die Artillerie zwischen den einzelnen Seiten, aber dafür sind es halt gleich drei Schüsse statt einer, ne? Aber ich glaube mal auch unpräziser durch. Hab ich gerade nur um eine ASMR-Stunde gefragt? Und bergen Sie den Tacitus. Alles klar. Das kann ich anschießen, das auch. Okay, ich kann die beiden. Dann schieße ich mal die Dinger über den Haufen. Das wird dir bestimmt gefallen. Garantiert. Ich frage mich, was mich da. Ist hier noch mehr von diesen zwei? Ich weiß nicht, das sind nur diese zwei Löcher. Ich kann die auch angreifen, diese Gläubigen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen auf sich hat. Kann ich den Priester einfach abschießen? Und ja, ich glaube, das ist den. Was ist, wenn ich jetzt einfach sage, nein, ich mache den Priester tot? Bevor ich mich um die Löcher kümmere? Weil sobald ich da in die Löcher reinschrote, sind die doch alle Hackfleisch. In Ordnung, töte den Mutanten. Alter. Das ist ein bisschen brutal. Okay, nee, okay, das war nur, um zu wissen, ob man das friedlich lösen kann. Okay, dann mache ich den ursprünglichen Plan. Der ursprüngliche Plan hieß, der Plan mit B. Ja, hier? Das da zerschroten. Achso, okay, es ändert nichts. Ich dachte, dass ich die ein bisschen. Okay. Hui! Okay, jetzt kann ich mal einfach schnell bleiben, aber nicht auf mich selbst schießen, bitte. Das könnte jetzt Ärger geben, ja, da hat er recht. Und ja, das Problem ist, glaube ich, Tiberium ist hochgradig instabil und kann einfach explodieren. Einfach so. Sachen, die man halt tut, wenn man hochgradig instabil ist. Hier bitte mal weiter das Wölkchen. Und alles ist Wölkchen. Ah, jetzt halt ein bisschen. Aber passt schon. Ansonsten können wir sowieso nirgendwo drüber. Ja, du erkundest mir aber noch ein bisschen lang. Was? Schön, das einzige. Alle können da eigentlich durch, bis auf den Juggernaut. Das heißt, der Juggernaut schießt die Dinger kaputt, damit er selbst nachrücken kann, ja? Alles klar. Finden Sie den Tempel, bergen Sie den Tacitus. Ja, Kabal. Wenn dich das aus deiner Deep-Phase rausholt, dann machen wir das. Kabal hat dann aktuell so Depri, wie Kabal drauf ist, hat er fast ein bisschen was von diesem. Von diesem Roboter aus Per Anhalter durch die Galaxis. Wie hieß der nochmal? Was? Marvin? Ich komme gar nicht mehr drauf. Ewig her, dass ich es gelesen habe, aber das Buch war super. Gebt mir ein Ziel. Komm zu mir. Alles klar, Cosplay-Tor. Was zur Hölle? Antiker Tempel. Schon verstanden. Mhm. Geht das Ding auch mal kaputt irgendwann? Meine Güte. Im Notfall kann ich auch mit Ghostalker draufschießen, oder? Jederzeit. In Ordnung. In Ordnung. Schon verstanden. Bevor das noch Jahre dauert, helfe ich da mal ein bisschen. Ich meine, klar, im Notfall könnte ich natürlich auch hergehen. Und die Spielgeschwindigkeit hochstellen, aber gucken wir mal, ob ich das mit was sogar so schaffe. Mach mal, piu! Und. Hatschiu, piu! Trifft der überhaupt nicht? Ich glaube, das ist ein schlechter Winkel. Oh, das Ding ist irgendwie. Kackteil! Ah, jetzt treffe ich rein. Ja, na also. Junge, das Ding ist weg. So, das geht jetzt bestimmt schneller, oder? Ja, wie viel schneller? Um Gottes Willen. Und ich ärgere mich hier rum mit dem Ding. Komm mal ran da. Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tacitus. Ja, hier, Gas.
ziemlich sus, dieser Tacitus. Das ist ein Tacitus. Ich habe doch schon wieder diese Schwimmer da gesehen. Jederzeit. Schon verstanden. In Ordnung. Da wolkt es wieder. Hier drüben. Ein Hund. Warum auch immer der Ghostalker jetzt die Hunde nicht mehr zähmen kann. Das war bestimmt alles von Umagan da. Die Strippen gezogen. Hier drüben. Komm, 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 mach tot. Das Ding ist selbst explodiert. Alles klar. Mach doch mal Platz, Jungs. Gebt mir ein Ziel jederzeit. Jawohl, Sir. Ich gehe raus. Erwarte Befehle. Entschuldigung, ich muss raus. Okay. Vorsicht, der Sunny sollte keinen Schaden nehmen. Der kann sich nämlich nicht selbst heilen. Der ist so selbstlos, der weiß so, wie man andere bandagiert. Gut, okay, sich selbst zu behandeln ist auch tatsächlich nicht so leicht. Und je nach Tiefe und nach was für eine Operation das ist, ist das wirklich... Ja. Schon verstanden. Sich selbst den Hinterkopf zu operieren, ist, glaube ich, nicht so einfach. Beispielsweise. Alter. Die beten so ein Viech an. Seid ihr ein Cthulhu-Kult oder sowas? Jederzeit. Und was mich am ehesten bewundert... Findet das Ding das sogar cool, oder wie? Jederzeit. Hallo. Findet das Ding das sogar geil? Weil das, ganz ehrlich, es muss doch einen Grund geben, dass das Ding keine Mensch ist. Es müsste doch einfach für Instinkt gesteuert sein. Die Tiberium-Lebensform können ja eigentlich nicht wirklich denken. Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tatsitus. Dementsprechend, oder greifen die wirklich nur reaktiv an? Greifen nur Sachen an, die sie... Nee, ich glaube schon, dass die aggressiv sind, die Viecher. Aber warum tut er dann nichts? Ich meine, Gläubige hin oder her, aber das ist doch ein Tiberium-Viechern egal, ob die angebetet werden. Das finde ich wirklich geil. Tötet den Mutanten. Nee, aber so, yeah, geil, weitermachen. In Ordnung. Jeder holt sie euch, meine Minions! Das könnte jetzt eure Religion könnte ruhig mal in bessere Waffen investieren. Wird erledigt. Da ist er, der Kackpriester, diesmal. Schließe dich uns an. Diesmal gibt's keinen Ausweg aus deinem ASMR-Tempel. In Ordnung. Das Ding ist ultra passiv. Schon verstanden, schon verstanden. Hi. Hier drüben wird er. Oh mein Gott. Ich glaube, Seitenwechsel wäre jetzt gut angebracht. Dann ist es nicht ganz so peinlich. Ich meinte. Hier. Alter, der hält was aus. Drei Rayguns ins Gesicht. DE. Schon verstanden. Lastwagen beladen. Aha. Wird erledigt. Jawohl, Sir. Da ist sogar was drin. Dann komme ich mal für den Fall, dass es eine Heilung ist, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Heilung ist. Bring ich mal alles rüber. Bin unterwegs. Weil das ist ein bisschen aua, hier durchzulaufen. Jawohl. Jawohl. Aua. So viel Tiberium. Ja, Sir. Bestätigt, jawohl, Sir. Der kann ja nichts angreifen, ne? Nein. Gebt mir ein Ziel. Dann mache ich eine Heilung, sobald alle durch sind. Einheit bereit. Und Gas. Und Gas. Zu diesem Tempel... Ist es der Tempel, zu dem ich muss am Ende? Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tacitus. Ach, danke, dass du mich nochmal erinnert hast, Kabal. Ich hab's beinahe vergessen. Jawohl, Heilung. Ja, Sir. Und seht nicht für den... Hä? Das war auch immer Kartenwald. Okay, das haben die auch geändert bei Feuersturm. Es ist jetzt nur im Radius. Ja, geil, dann hat's ja gar nichts gebracht, weil den hätte ich doch eh heilen können. Aber gut, jetzt hochzugehen, Heilung zu holen, dann wird durch Tiberium zurückzulaufen, bringt's halt auch nicht, ne? Ist irgendwie gemein. Ich würde gerne ein großes GDI-Veto einlegen. Jederzeit einsatzbereit. Vor allem auch jederzeit im Einsatz bereit. Das ist auch wichtig. Ja. Jederzeit wird erledigt. In Ordnung. Bam, 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 bam. Wird erledigt. Das könnte jetzt nicht vergeben, Sir. Ja.
Das könnte jetzt wirklich Ärger geben. Ah ja, das mit den Erhöhungen. Der muss wirklich in Nahkampfreichweite gehen mit seiner Railgun, ey, und dem einfach so das Gesicht weg. Pune. Ja, schon verstanden. Das könnte jetzt Ärger geben. Jederzeit. Schließe dich uns an. Ja. Geh mal rein. Was haben wir hier bei uns? Unterirdische Wohnung und ein Wasserspeicher. Diese Hieroglyphen bedeuten. Junge, wir sind in Südamerika! Hieroglyphen gibt's nur in Ägypten! In Ordnung. Tempel der das Zeit. Könnte jetzt Ärger geben. In Ordnung. Schon verstanden. Jetzt lass doch den armen Juggernaut-Chan. Tacitus. Jawohl, verstanden. Ja, in Ordnung, wird er schon verstanden. Mein Laster ist beladen. Vorsicht mit der Stoßstange. Bup. Oh, wieder die übelste Sauerei hier am Laufen. Ich würde mal gerne wissen, was für eine Schweinerei da abgeht, ey. Das gibt's auch vorhin, die Fans zu sehen. Schon verstanden, schon verstanden. Die passenden Bilder zu der Sounduntermalung gibt es natürlich auf meinem OnlyFans-Kanal. Alter. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob das in irgendeinem Schweinestall aufgenommen wurde. Das Geräusch. Einmal Heilung für alle hier in der Nähe, das wird hoffentlich zählen. Es zählt nur für den, der drüber läuft. Meine Scheiße. Ja, komm, das ist gut genug. Ja, Sir. Ja, jederzeit. Das könnte jetzt Ärger schon wird erledigt. In Ordnung. Gebt mir ein Ziel. Hey, das sind die Erhöhungen. Warum? Die müssen das aber auch wirklich das unebenste Gebiet überhaupt machen, im gesamten Spiel. Ja. Fühlt sich schon richtig angesprochen. Hast auch recht. Will ich mich auch fühlen an deiner Seite. An deiner Stelle. An deiner Stelle wäre ich jetzt lieber wieder ich. Heilung. Es gibt wieder Grunzeralien. Ja genau, Grunzeralien. Jawohl, Sir. Verstanden. Bin unterwegs. Gucken wir mal darüber. Ja? Bereit, Sir. Er macht die Befehle. Ah, das ist ein Schwimmer. Jawohl, Sir. Und da hat jemand mit der Pistole geschossen. Ich glaube, ich weiß, wer das Duell gewonnen hat. Verstanden. Und dann noch gewinnt. Verstanden. Ghost Talker getötet. What? Die Wahrscheinlichkeit liegt nun bei 10%. Nicht bei 0? Okay, egal, ich lade trotzdem. Das Alter, ich bin niedergegrunzt worden durch den Hinterhalt. Jawohl, Sir. Bin unterwegs. Ja, hier, Sir. 10%, was? Jawohl, Sir. Hier raus. Oh, shit. Oh, alle drei auf einmal. Jawohl, Sir. Unterwegs. 10%, also wir sind nicht komplett am Arsch. Na ja, gut, aber ganz ehrlich, ohne den Goodstock jetzt noch irgendwas zu schaffen hier, das ist ja auch grauenvoll. Der Einzige, der hier übers Tiberium für uns quasi spähen kann. Gut, der Juggernaut auch, aber der Juggernaut setzt sich jetzt, ist jetzt nicht so die ideale Frontsau, würde ich sagen. Da hat jemand die Mikrowelle angelassen. Ganz ehrlich, das ist alles blaues Tiberium. Eigentlich kann auch dieser Schleimspur hier folgen. Bin unterwegs. Ja, und kommt da wahrscheinlich auch sicher rüber. Das blaue Tiberium ist hochexplosiv. Vielleicht. Oh mein Gott, ich geh nochmal raus.
Also, die werden auch zum Helikopter, ey. Jo? Sunny bereit. Ich gehe raus. Ja, jederzeit. Okay, alles klar. Ja, ihr? Ja, Sir. Motor an. Rettet die Wale. Ja, bereit, Sir. Sir, wie Sie befehlen. Kettenreaktion, bitte. Tiberium vinifera. Immer diese Viniferas. Wie Sie befehlen. Ja, das macht schon ein bisschen Kettenreaktion, aber es könnte auch gerne ein bisschen schneller gehen. So ein bisschen wie Feuer in Stronghold, bitte. Einfach so anzünden und in einem einzigen Gliedschlag quasi, und für mich ist auch ein Gliedschlag, wenn ihr schnell damit seid, ist hier einfach unten eine fette Explosion. So du siehst einfach, wie es hier angeht und wutz, alles explodiert gleichzeitig. Das wäre so ein Stronghold-Verhältnis. Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tazitus. Der Tuzitas. Okay, ich glaube, das sollte reichen, um den Weg zu ebnen. Und jetzt machen wir mal ein kleines bisschen Kabum. Das Kabum-Potenzial wird nun erhöht. Ich drehe nur den Kabumzweck auf. Schließe dich uns an. Hui. Jetzt wird's lustig. Wir haben ein bisschen. Ah ja. Die stehen in der ersten Reihe bei der Pyrotechnik hier. Olle. Alter, die swaggen da durchs Feuer. Operation erfolgreich fehlgeschlagen. Verstanden. Erwartet Befehle. Unterwegs. Gebt mir ein Ziel. Wird erledigt. Gebt mir ein Ziel. Der denkt sich auch. Alter, das war. Das war nice. Ja. Bitte nochmal. Jederzeit. Dafür hat sich's gelohnt, das ganze Tiberium wachsen zu lassen. Rette mich, Juggernaut. Oh, der eine trifft nichts, der andere trifft durch Anhöhen nichts. Schon verstanden, wird erledigt. Erwarte Befehle. Ja, wird erledigt. Ja, Sir. Verstanden. Schon lustig, auf die Bären im Feld darf es nicht stehen, aber auf dieser grünen Suppe da, das ist alles okay. Alles in Ordnung. Sunny bereit. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Jawohl, Sir. Hier raus. Erwarte Befehle! Bestätigt! Erwarte Befehle! Diese Hieroglyphen bedeuten... Hier, Gewittersturm. Jawohl, Sir. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Jawohl, Sir. Meine Güte, ey. Da war ein Pikachu drin in dem Tempel. Meine Güte. Und ein ziemlich schlecht gelauntes dazu. Na toll. Jederzeit. Jawohl, Sir. Ja, jederzeit. Ich höre weiteres Gebritzel. Jawohl, Sir. Verstanden. Hier drüben wird erledigt. Oh, jawohl, noch mehr Tiberium-Abfall. Hier drüben. In Ordnung. Erwarte Befehle. Hier drüben wird erledigt. Schon verstanden. In Ordnung wird erledigt. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter, was es hier so gibt. Schon verstanden. Wird erledigt. In Ordnung. Oh, und fertig. Jeder wird erledigt. Schon verstanden. Alles klar. Hätten wir doch geschafft. War doch kinderleicht, nicht wahr? In Ordnung.
Und noch ein drittes Mal und fertig. Oder sogar beim zweiten Mal schon. Schon verstanden. Alrighto. Jederzeit. Schon verstanden. Hä? Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tacitus. Bergen Sie mit Hilfe des Archäologen den Tacitus. In Ordnung. Schon verstanden. Ach so. Ja, Sir. Alles klar. Mach ich. Gebt mir eine Zeit. In Ordnung. Dauert der Zeit ein bisschen. Wird erledigt. Wenn man lang genug wartet, wächst es dann alles zu. Und das hier wird das Wachstum ausgeschaltet. Zumindest von den lustigen Abfallzeug. In Ordnung. Jederzeit. Hi. Verstanden. Du wieder. In Ordnung. Wird erledigt. Bäh. Jederzeit. Schon verstanden. In Ordnung. Tötet den Mutanten. Jederzeit. Verfluchter Mutant. Du wagst es, diesen heiligen Boden zu besudeln? Ein Kult wäre ja, genau. Lauf einmal durch das Geberium drüber und geh wieder. Jederzeit. Jederzeit. Schon verstanden. Schon verstanden. Der Typ hat auch ein wenig zu tun, kann das sein? In Ordnung. Wird erledigt. In Ordnung. Wird erledigt. Ja. Okay, Nummer 1. In Ordnung. Nummer 2. Ja, Sir. Verstanden. Jetzt kommen wir mal fast langsam ein bisschen weiter. Jawohl, Sir. Wird erledigt. Verstanden. Alles wird gut. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen, ne? Da ist einfach ein großer See, glaube ich, in der Mitte, der abtrennt. Wo der abtrennt. Wird erledigt. Alter, was ist mit euch? Alter! Alter! Ghost Talker getötet. Okay, ich glaube, die mache ich mit der Artillerie. Alter, was geht denn mit diesen Soldaten? Das sind ganz normale Soldaten mit Cyborg-Panzerung und Cyborg-Waffen. Das sind Cyborg, die Menschen gecosplayt haben hier. Die haben sie verkleidet. Was geht denn hier ab? Das ist immer krank. Alter. Das ist leicht krank. Ich bin dabei. Hört sich krank an, ich mach mit. Jederzeit. Wird erledigt. Ja, ja, Sir. Ja, in Ordnung. Wird erledigt. Finden Sie den Tempel, bergen Sie den Tacitus. Schließe dich uns an. Wird erledigt. Kann man ja auch entlang schleichen. Gibt's hier irgendwas? Wird erledigt. Ja, noch mehr von dem Zeug, aber. Oh, wie viele von diesen Elite-Wachen hier noch sind. Schon verstanden. Das könnte jetzt in Ordnung. Ja. In Ordnung. Schon verstanden. In Ordnung. Schon verstanden. Jederzeit. Das ist mir auf jeden Fall ein schöner Hintereingang. Jederzeit. Da würde ich nicht nein sagen. In Ordnung. Zwar muss er da reichen, ne? Jupp, perfekt. Jederzeit. Schon verstanden. Ja? Ich könnte jetzt zwar angreifen. Sir? Oder auch nicht. Okay. Wir können es auch einfach lassen. Ja? Ich bringe den jetzt mal mit. Ich kann ja doch bestimmt hintenrum irgendwas Tolles machen. Schon verstanden. Gut, hier könnte ich auch hoch. Ich könnte mal gucken, was hier so war. Schon verstanden. Und dann sind wir schon fast am Ende. Also mehr, es sei denn, die Karte wird aber, alter, Karte erweitern, einfach doppelt so groß. Herzlichen Dank. Ich gehe wieder, tschüss. Gebt mir ein Ziel, wird erledigt. Diese ganzen Aussuchungen. Wie Belladonna. Schon verstanden. Sir? Ja, Sir. Bereit, Sir. Gucken, ob ich hier irgendeinen Schabernack machen kann. Gebt mir ein Ziel. Aber das müsste jetzt schon fast mit dieser Mission gewesen sein. Ach, Kommandomission. Ich meine, die war mal ein bisschen anders. Vor allem, weil du jetzt hier auch noch so eine Artillerieeinheit mitbringst und so. Ja. Finden Sie den Tempel und bergen Sie den Tacitus. Das ist mit, ganz ehrlich, Command & Conquer und Kommandomission, ne? Ich sag's immer wieder. Man verflucht jedes Mal, wenn sie kommen, weil du immer eine Basis bauen willst. Aber wenn sie es mal nicht gibt... In Ordnung.
und du hast nur Basisbaumission, dann vermisst du es auch irgendwie. Dann hast du immer das Gefühl, dass irgendwie es nicht abwechslungsreich ist. Weißt du ja, viele, viele modernere Strategiespiele, vor allem im Bereich Indie, und gerade an die Strategiespiele von Petroglyph, jetzt hier die 8-Bit-Spiele beispielsweise, 8-Bit Armies, 8-Bit Invaders, 8-Bit Hordes, glaube ich, das war das Warcraft, die Warcraft-Nachmache da. Auf jeden Fall diese ganzen 8-Bit-Spiele, da besteht die gesamte Kampagne jetzt nur aus Skirmish-Gefechten quasi, nur aus Basisbau. Und man merkt irgendwie, wenn man mal so sich nicht anschließt, vielleicht doch mal sein lässt, ne? Wenn man mal nur Basisbaumissionen hat, dann vermisst man irgendwie die Abwechslung. Also es ist wirklich so, man verflucht diese ganzen Kommandomissionen immer so lange, bis sie nicht mehr da sind. Und dann vermisst man sie irgendwie. Weil das ist das Schöne, dann freut man sich umso mehr, wenn du wieder eine Basis bauen kannst. Das ist halt das Nächste. Einfach schon alleine durch Verzicht, das nächste Mal, wenn du dann eben wieder die Basisbaumission hast, dann bist du so richtig gehypt drauf. Denkst du, ja, endlich wieder, ja, drüber rollen, schon mein Titan oder sonst irgendwas. Sir? Ja, Sir. Upsala. Gehört irgendwie dazu. Hier drüben schon verstanden. So, ich glaube, jetzt einen schönen Hintereingang gewählt. Das ist doch nicht schlecht. Kann ich von hier unten irgendwas... Hilfe! Was schießt du hier an? Alter, was ist denn hier los? Übelste Party hier. Alter. Das heißt, fast mein Kopfhörer gesprengt. So stark war der Angriff. Confused Juggernaut, einfach nur. Ist es der Anführer? Finden Sie den Tempel und bergen den Tacitus. Ha! Was? Sie haben die Führer. Die Existenz ist unwesentlich. Ich folge euch. Ja, hier? Gebt ihn mir aus jeder Zeit. Okay, halt! Ich bin zu spät, verdammt, das ist immer das Gleiche. Wie damals in der Schule. Okay. Also, um mal kurz zusammenzufassen. Ihr großer Anführer, ihr großer Prophet hat den Löffel abgegeben und die denken sich, der beste Weg ist, ihm direkt zu folgen. Also die sind jetzt alle da zu seinem Leichnam gelaufen und dachten sich, okay, einmal schnell den einfachen Weg raus. Um es mal etwas freundlich auszudrücken. Ich habe zuerst gedacht, steht irgendwo ein Sniper oder sowas, bis ich realisiert habe, ne, das ist jetzt gerade hier fliegendes Suizid, weil das ist gerade hier jüdische Volksfront. Okay. Ja, verstanden. Ich glaube, die Luft ist rein. Hier drüben, schon verstanden. In Ordnung. Einheit bereits erledigt. Ja, in Ordnung. So kann man es natürlich machen. Ich gehe raus. Kirche. Gebt mir ein Ziel. Schon verstanden. Hier drüben wird erledigt. Ja, ihr Motor an. Gott. Jawohl, Sir. Oh. Jawohl, Sir. Bin unterwegs. Ja, bereit, Sir. Gebt mir ein Jederzeit. Schon verstanden. Jawohl, Sir. Raus. Schon ziemlich lustig, gerade jetzt mit diesem religiösen Thema, dass sich das Heilgeräusch vom Sanitäter einfach immer so anhört, als würde derjenige gerade, keine Ahnung, hier zur nächsten Existenzebene aufsteigen oder so. Sei gesegnet. Ah. Okay, Archäologe. So, hier. Na, schau mal, was du in den Hieroglyphen so findest. Ich speichere mal. Bevor der Plot Twist kommt. Tempel des Tacitus. Commander, hier Valdez. Ich habe den Tacitus. Aha. Schaffen Sie die Leute zum Evakuierungspunkt. Oh nö. Achso, deswegen war das Ding. Ich wollte schon gerade sagen, der gesamte Teil da oben wurde noch gar nicht benutzt. Ne? Das ist so viel zu dazu. Ja, gut, wir können den schnellen Weg nehmen. Erwarte Befehle. Einheit bereit. Und sonst noch irgendwas? Ne, okay, alles klar. Hier drüben, in Ordnung. Bin unterwegs, Sir. Motor an. Dann. Hä? Alter, wie abgehoben. Sir, wird erledigt. Gas.
Kriol, wie abgehoben. Bin unterwegs. Hier. Hält sich wohl für was Besseres. Schon verstanden. Jawohl, ich gehe raus. Ocker-Transporter, die heißen nicht wirklich Ocker-Transporter. Ja, Motor an. Jawohl, verstanden. Gebt mir ein Ziel. Jawohl. Jawohl, ja gut, ich würde mal sagen, ab zum Treffpunkt und dann sind wir durch, ne? Verstanden, bin unterwegs. Ach, die gehen von selbst rein. Schaffen Sie die Leute zum Evakuierungspunkt. Der Joggernaut bleibt hier. Der hält Wache. Sein restliches Leben lang. Ja, ihr reicht, Sir. Oder soll der mit rein? Wie soll denn der da reinpassen? Okay, alles klar. Der hat einfach die Tür genommen. Okay, alles klar. Das war's wieder hier. Keine Endsequenz. Wunderbar. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann wird er natürlich bei der Statistik, die ihr nicht sehen könnt. Bis dahin. Bye-bye.